Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hinten dran und ohne große Umschweife fangen wir heute mit Xenoblade Chronicles Eskalation an, denn wir haben endlich alle dämlichen Plüschhummer gefunden, jetzt wenn wir den Bluthummer herausfordern. Hoffentlich. Ich sehe ein Skell, das gefällt mir schon mal nicht wirklich. Muss ich hier unten hin? Ja, ein rosaner Verus. Oder halt, ja, so ein ähnliches Modell. Wer bist du? Gestatten, mein Name ist Bluthummer. Wie schön, dass wir uns endlich treffen, Charu. Ich bin schwer beeindruckt von deiner harten Arbeit. Als besondere Belohnung werde ich dir hier und jetzt eine deiner Fragen beantworten. Frage, warum er das alles getan hat. Oder wer es ist, wer ist. Wer zum Teufel bist du? Na, es wird jetzt vielleicht ein Schock für dich sein, aber ich bin dein Vater. Ja, natürlich, und ich bin der Weihnachtsmann. Köstlich, du hättest dein Gesicht sehen müssen, unbezahlbar. Damit war es mit unserer kleinen Fragestunde. Jetzt werden wir beide diese Sache ein für alle Mal beenden. Dann wollen wir doch mal sehen, wie du dich gegen die ultimative Waffe der Delfinianerin schlägst. Die blutige Verzweiflung. Ja, natürlich, ja, ja. Mhm. Level 60? Ach du Shit. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist sogar sehr, 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 sehr schlecht. Okay, Kumpel, du wirst jetzt erstmal mich angreifen. Dann werde ich mir eine Aura verpassen, die weniger Schaden, bitte ich zwar weniger Schaden verursache, aber auch weniger Schaden kriege. Und so. Dann wollen wir mal. Okay, scheinbar werden wir den Bluthummer noch nicht besiegen. Alter. Ja, also nicht mit dem Team, das zum Level hier unterlegen ist. Nöp. Nöp. Oh. Ich frage mich, was passiert, wenn ihr nach dem Motiv fragt. So. Ich könnte übertakten. So, dann wollen wir mal. So. Und zack. Tut mir leid, Elmer. Ich habe keine einzige Heiltechnik. Okay. Oh ja. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. So, ich glaube, dann machen wir wohl heute die Elfsharmonie-Mission. Because no way in hell are we gonna manage to kill this thing. Nö, nö, wir haben ungefähr ein Fünftel weggebasht. Aber. Ich muss wieder 1000 SP zusammenkriegen. Damit wir nicht mal wieder die Abwehrhaltung aktivieren können. Oh, na, so wird das nichts. Yep. Yep. Oh, Level 60. Ja, ich hab's doch gleich. Ich hatte schon ein Gefühl, dass es ziemlich böse wird, aber Level 60 hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Na gut. Wisst ihr, was wir aber dadurch machen können? Ich könnte rein theoretisch das Spiel einfach jetzt mal neu laden und dann können wir fragen, warum er das getan hat. Weil ich will so. Ja, komm. So. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, ihr seht, das Team ist umgestellt und ich habe Link gefunden. Yay, Hennen. Oh, ciao, dich schickt der Himmel. Du musst mich retten. Die Mädels hier. Ich weiß, sie meinen es bestimmt nett, aber sie hören einfach nicht auf, mich anzuhimmeln. Was soll ich bloß machen? Rattelin, freundlich und bescheiden zu bleiben und die Komplimente auf Arm zu nehmen. Mache mit und himmle deine Lebensweise an. Mache den Frauen klar, dass sie Lin bitte in Ruhe lassen sollen. Hm. Machen wir doch einen Vorschlag.
Versteh mich nicht falsch. Ich freue mich natürlich. Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, ich würde die Aufmerksamkeit nicht genießen. Ich meine, die Mädels laden mich zum Kuchenessen ein oder zum Picknicken. Sie wollen immer, dass wir eine lange Spritztour zusammen machen und ins Kino gehen. Sie glauben wahrscheinlich, dass ich einsam bin, weil es in meinem Alter sonst niemanden hier gibt. Das ist wirklich süß von Ihnen. Die Sache ist nur die. Es ist zu viel. Ich kann das unmöglich alles an meinen einzigen freien Tag unterbringen. Schlage vor, dass Lynn das Ganze seine Mission macht. Dann könnte sie alles in deinen Hut bringen. Frage Lynn, warum sie sich nicht einfach auf eine der vielen Aktivitäten konzentriert. Komm. Wahrscheinlich hast du recht. Wenn ich einfach einen der ganzen Vorschläge annehme, dann kann ich die Zeit vielleicht genießen. Tja, Kuchen ist lecker, aber auf ein Picknick hätte ich schon Lust. Eine Spritze ist sowieso total mein Ding, aber ein guter Film ist auch nicht zu verachten. Oh, ich hab's! Ich lade einfach alle auf ein kleines Abenteuer ein. Wir machen uns auf die Suche nach einem der geheimen Picknickplätze, von denen ich gehört habe. Wir können meinen Skellion-Vater ein Stück Schokotorte genießen, dann zurückbauen und zum krönenden Abschluss einen Monsterfilm gucken. Perfekt! Oh. Ach, Lynn ist zu gut für diese Welt. Ach ja. Ich habe das Gefühl, dass ich und Elma voll die Team-Moms sind. Ja, Lynn hat einfach zwei Mütter. Sehr schön. Okay, gut. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Yells. Ach, hoffentlich Yells haben wir die Mission. Falls wir die Körperteile noch nicht gefunden haben, weil ich glaube, ich habe mal ein mimoiden Bein gefunden. Also, falls nicht, kann man das schnell googeln, wo das denn sein soll. Und falls wir das doch haben. Halleluja. Mein Gott. Das war jetzt aber wirklich unerwartet, dass einfach Level 60 reinkommt. So, okay, thank you. Ja, ihr seht, ich habe Elma dabei. Falls die Sage eskalieren sollte, dass ich dann nicht einfach so dumm dastehe. So. Okay, bitte sag mir, dass ich alles habe. Okay, gut, uns fehlen die Beine. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. So, ich weiß jetzt, wo die Dinge sind. Also wir müssen nach Oblivia und zwar erstens nach Lake Basel. Ich finde es immer auch lustig, dass es der Basler See heißt, weil Basel ist eine Stadt in der Schweiz. Vielleicht ausgerechnet deshalb. Jedenfalls müssen wir dort irgendwo... Es ist ein rotes Sammelobjekt, soll also nicht allzu schwer zu finden sein, aber wir kennen ja Xenoblade. Also, ja. Das andere ist Ivo in der Ibra-Schlucht. So. Wir müssen noch ein bisschen weiter runter. Da ist es. Das taucht erst auf. So, nachdem man... Yelfs erste Harmonie-Mission gemacht hat, also da, wo man das Ärmchen findet, so Ibra-Schlucht. Die Ibra-Schlucht ist hier unten und das dort ist dann... So, dann wollen wir mal. Und in die Richtung. So. Ah, das zeige ich euch jetzt einfach direkt, weil warum nicht? Ich muss dann mal gucken, was mein Timer sagt. Ich glaube, die Episode wird entweder viel zu lang oder viel zu kurz. Ich weiß es nicht. Ich muss einfach beim Schneiden aufmerksam sein. Ja, ich muss Aufmerksamkeit sein. Das muss ich auch in der Uni. Meistens funktioniert das aber nicht so einfach. Nein, keine Lust. Ich bin hier gerade auf der Suche nach... Dingen. Oh Gott. Und irgendwo ist noch ein Tyrann aufgetaucht. Sehr schön. Da ist es. Da. Ich muss raus, diese dämlichen Kampfsequenz. Okay. Okay. Wie zum... Ja gut, das ist mal wieder so eine Sache, wo man halt das Zeugs finden soll. Gut. So. Mein Gott. Yelf. Jetzt können wir dich deine Harmonie-Mission machen. Na, freust du dich? So. Und noch Founder Street. Mal sehen, was mein Timer mittlerweile sagt. Mein Timer sagt, dass ihr seid. Angeblich 17 Minuten aufnehmen. Mein Timer hat sich gerade ausgeschaltet. Nein, jetzt muss ich... Oh.
Ich liebe Technologie, aber manchmal lässt sie einen einfach im Stich. Na gut, ich werde davon nicht, ne? Nö, nö, nö. Ist okay so. Und speichern. Steht. So. Jelf, jetzt können wir deine Harmonie-Mission machen. So, sehr gut. Läuft. Ja. We got his legs and his left arm. All we gotta do now is hunt down his head and body. We're almost there. Jetzt bedenkt, dass auch noch der rechte, dass auch noch der rechte Arm fehlt. Auch du findest es schön, dass ihr ihn dann endlich würdig bestatten könnt. Dann sagt er irgendwie einen Scheiß wie What? No way, Port. Yeah, this is gonna sound kind of creepy, but I have it. What? The day of the crash. I watched a Skell get caught in that blast. Figured I'd never see him again, you know? But when I woke up after blacking out, his arm was on top of me. Like it was shielding me from harm. Talk about overprotective. Part. I can't believe a guy like that would leave me behind. I couldn't have. Please, you gotta help me find him. I need this. Not like we'll be going in blind either. If we triangulate from where the other parts turned up, we can narrow down the search. Bestehe darauf, dass Jelf endlich den Tod seines Freundes akzeptiert? Sage, ich werde einfach mal nicken. Gut, wir finden deinen Kumpel, Jelf. Ich weiß doch, wie es ist, wenn man mit etwas abschließen muss. Oh mein Gott, Jelf. Versuche anhand der Koordinaten der Orte, an denen die Arme und Beine von Jelfs Partner gefunden wurden, den Rest von ihm zu finden. Das ist gerade irgendwie schon richtig tragisch, ne? Der Arm von seinem Kumpel ist auf ihm gelandet. Alter! Jo. Oh. Wow. Talk about overprotective. Mhm, Jelf, talk about overprotective. So, und das wird wahrscheinlich unsere letzte Amtshandlung sein, bevor wir Kapitel 12 machen. Ah, haha. So. Hey, Eleonora. Na, was läuft? What's wrong, Yel? You seem tense today. I mean, more than usual. Stow the chit-chat, lady. I need you to drop whatever's going on and do me a solid. I'm gonna give you 4 sets of coordinates, yeah? You work out whatever pattern you can to try and lock down a 5th. Oh? Is this about your friend's body that you two have been looking for? Ah, for the love of clams, you told her about that? Hab ich davon erzählt? Ich weiß es nicht. Verweis auf dein Gedächtnis, das sich leider hin und wieder im Stich lässt. Das ist so ein Low-Move. Aber ich glaube, wir haben hier nicht... Scheiße, haben wir Eleonora davon erzählt? I actually can't remember if we actually did that. Also, ich würde am liebsten ausweichen, aber nein, ich glaube, nein, ich habe niemandem davon erzählt. Oh. Yeah, I should have known. Sorry, Bard. Didn't mean to get all accusy there. Guess you've been digging up dirt, eh, Yel? Staying informed is my job, Yel. I know everything about everyone. Now, don't be mad, but I've already crunched the numbers. The Frontier nav probes you installed gave me all the data I needed. Man, you really are a snoopy little snoop, ain't ya? Still, I guess it's okay just this one time. Thanks, Al. All part of the job. I'll send along the precise coordinates later, but it looks like your friend is waiting for you over in Oblivia. Hell of a place for a nap. Still, whatever. Let's get cracking. We'll slap that lazy so-and-so awake and drag his worthless butt back to New L.A. He's gonna feel this one, all right. Get ready to hurt, pal.
Mann, Jelf. So, Lebenskapsel. Ja, die habe ich schon. Okay, Jels Partner. Bei Eddies Triumph in Oblivia. Also ich liebe Eleonora und Eleonora ist definitiv so eine Person, bei der man nicht auf die... bei der man halt nicht irgendwie... You don't want to get on a bad side. Mir fällt gerade nicht das deutsche Pendant dazu ein. Like I said, I'm kind of tired, it's kind of late, and, you know. Ich habe heute den ganzen Tag Xenoblade Chronicles gespielt auf Englisch und das färbt ab. Ich glaube, sobald ich das hier nochmal privat spiele, mache ich es auf Englisch. Falls das überhaupt geht. Mit der Blazy ging es ja. Ich spiele auf Englisch zu schnell, aber egal, egal. Wir suchen jetzt nach Yelfs Partner. Alter. Hey, das haut ja richtig in die Feels, ne? So. Eddies Triumph. Was, der Name seines Partners, Eddie, oder? Hier oben? Nein, aber da unten. Ich habe gerade, man hat kurz ein Skelltrimmer gesehen. Should be around here, based on the coordinates. Hey, look. Is that a person? I knew it. He's alive. He stuck it out here all on his own. Ich weiß nicht, wie er am Leben sein soll ohne Beine und Arme. Ich bin aber fast verreckt, als mir der Arm weggeblasen wurde, ne? Vorsicht, Elf. Careful. Careful of what? Wait. That's... Oh, crap. Look out. Sturmelsadi. Was? Mia, du wirst dich fighten, muss jetzt aber. So. Ja gut. Okay. Die Eskalation wäre jetzt vielleicht nicht mal gebraucht gewesen, aber... Wenn schon, dann schon. So. Na komm. Was so? Nein! Die Versicherung blecht jetzt nicht mehr! Warte. Au. Aua. Was zum Teufel ist das für ein Typ? What the hecky? Es gibt doch nur einen Gegner. Oh oh. Oh oh. Leute? Shield me? Autsch. Mein schöner Skill hat meinen schönen Skill gekriegt. Was soll die Scheiße? Ich will jetzt gerade nichts. Aua. Gut, das, Was hat's eigentlich mit diesen übermächtigen Gegnern in letzter Zeit auf sich? Kann mir das mal jemand erklären? Bitte? Der ist nur Level 52 und der hat uns alle verkloppt. What the fuck? Ich warte, vielleicht schaffen sie den noch, aber... Are you freaking serious? Okay. Ja, die Aufnahme ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde lang. Mein Skill! Jetzt muss ich die Versicherung zahlen, verdammt. Ich hab grad... Ja, toll. Okay, Leute. Okay. I expect a lot of things, but that I did not. Ja gut. Ja, wenn wir den jetzt nicht so weggekloppt kriegen. Huh. Ja, das hat ziemlich wenig Schaden gemacht. Ja gut. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal versuchen wir nochmal den Typen zu kloppen.
Und falls das nicht funktioniert... Ja, was machen wir denn? Also beim nächsten Mal will ich definitiv noch die letzten paar Harmoniegespräche durchmachen, die uns noch fehlen. Also vor dem Finale. Dann versuchen wir vielleicht noch den Typen zu verkloppen für Yelf. Ich habe ja die Harmoniemission laufen. Ich kann dann halt nicht die Yelf rausnehmen. Ist nicht so gut. Also ich muss den irgendwie besiegen. Ah, Gott. Warum? Warum meinte ich immer ich? Und ja. Ich guck mal. Falls es nicht funktionieren wird, gucke ich mir mal an, wie ich den am besten schaden sollte. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zugucken. Falls die Episode voll kurz ist, falls sie zu lang ist, sorry. Aber ich glaube eher, dass sie kürzer wird. Also, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.